Ja, moin! Herzlich willkommen zurück zu einem Part vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind hier in Akt 5 jetzt mit diesem ja, Livestream-Charakter. Wir haben zwei Livestreams, glaube ich, oder drei so ein bisschen gespielt haben. Der Anfang habe ich noch ein bisschen alleine gespielt, aber jo, ich dachte, ich komme ein bisschen schneller vorwärts und musste das dann in den Stream tun. War vielleicht nicht ganz so spannend natürlich. Das Leveling ein bisschen zu sehen oder so. Aber dann kommen wir auch ein bisschen schneller ins Endgame, wo es wieder sehr viel spannender ist und cooler. Jo, genau, wir haben ja ein paar Bets gemacht, wo wir recht weit kamen. Aber durch die Zeitmängel und so bei mir ist es natürlich immer noch ein bisschen schwierig, da vorwärts zu kommen. Ich hoffe einfach, dass dieser Bet jetzt mal ein bisschen mehr rockt. Sonst halt einfach, jo, mehr Livestream am besten, dass man vorwärts kommt. Auf jeden Fall ist natürlich Last Epoch wirklich ganz vorne im, ja, sagen, ja, ich spiele es, weil es mir Spaß macht, also spiele ich mehr. Ein anderes Spiel, jo, manche Spiele, ja, brauchen ein bisschen Kraft, also ein bisschen Gehirnaktivitäten, die möchte man jetzt nicht so oft spielen, so lange, aber Last Epoch ist so ein Game, das man richtig lange spielen kann. Jo, zum Zuschauen ist es halt manchmal ein bisschen schwieriger. Das braucht nicht so viele lange Zuschauer und so. Aber ja, man ist eigentlich auch motiviert. Man schaut auch ein bisschen mit. Oh, er verbessert sich. Geil. Ich muss weiterschauen und so. Und ja, deshalb kann ich da schon mehr Zeit investieren. Aber wie viel? Oder? Ich bin jetzt momentan schon sehr beschäftigt mit Fußballspielen, dass ich da einfach nicht so viel Zeit finden kann. Aber es wird nicht weniger, es wird eher mehr werden durch, ja, das neue Update, also wirklich die volle Version jetzt. Bin mal gespannt, wie es halt wird. Gut, ja, aber wie gut, also wie viel gut. Das ist ja das Problem. Also an der Grafik finde ich es richtig motivierend. Bin aber ja nicht so ein Grafik, ja, Grafikhure sozusagen, eine Grafikhure. Sondern es ist nicht schlimm, wenn es mal kein Gewitter, kein Donner gibt oder wenn mal eine Textur nicht so viel hoch aufgelöst ist, es kein Raytracing gibt, also so Sachen. Bin ich so ein Nöckel nicht rum, oh, das Spiel hat nicht richtig Grafik, muss ich nicht spielen. Beim Sound habe ich gehört, jo, wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern. Noch nicht so viel verbessert werden. Aber jo, ist natürlich schon ziemlich gut und gibt natürlich neue Sounds und so. Wahrscheinlich neue Musik auch. Mal gucken. Beim Gameplay, da wird ja auch ein paar Sachen geändert. Ja, die Akte kommen nicht, noch nicht. Und ja, so Monolithen werden wahrscheinlich auch nicht viel anders sein. Aber es ist ja das mit dem Enhanced, also ein Empowered Monolithen ein bisschen verändert worden. Dass man nicht mehr so schnell nach oben kommt. Die Gegner halt stärker werden. Aber wahrscheinlich die Belohnungen auch besser werden. Dass man jetzt anstelle von 300 Corruption jetzt auf 150 genauso viele Items findet und gute so Sachen. Und halt auch ein bisschen das Gegnerbalancing und so bringt halt schon ein bisschen viel mehr Motivation. Dann eben die zwei neuen Charakterklassen. So. Ich bin positiv gestimmt. Da müssen wir einfach schauen, jo, wird das OP sein, wird es zu schwach sein. Ja, da müssen wir einfach noch ein bisschen aushalten. Ich weiß nicht, ob der Runenmeister jetzt bonusiert wird. Schon. Da wurde eigentlich gar nie etwas geschrieben. Aber merken nicht die Entwickler, dass das einfach nur OP ist. So 2000er Corruption Monolithen zu spielen und so. Die müssen doch einzelne Spiele durchsucht haben, was sie Maximum erreichen können. Also so wie es aussieht im Chat, da unten immer wieder geschrieben wird, haben Leute manchmal einfach ja sehr viel Zeit und können da schön die
Builds halt wirklich ins Optimum treiben und sind dann halt einfach maßlos überlegen den anderen. Vor allem den Gegnern, den NPCs. Ein bisschen kratziger Hals. Ist ja noch ziemlich früh für mich. Also ich bin jetzt einfach momentan ein bisschen müde am Morgen wegen dem vielen Sport. Wenn ich dann halt direkt aufnehme, habe ich meistens so kratziger Hals und ja, Schleim im Hals. Durch diese Trockenheit. Ihr wisst es ja, ich habe eine richtig schlechte Bodenheizung, die so automatisch ist, dass sie nicht deaktivierbar ist. Und es trocknet halt die Lunge schon ziemlich aus. Die Luftröhre und so. Naja. So. Na, ihr Witter. Rights, genau, Rights. Ja, Witter habe ich in Minecraft eigentlich wirklich schön herzlich zu Herzen genommen jetzt. Ich habe keine Probleme mehr, außer es leckt natürlich ein bisschen. Aber das macht sehr wenig. Weil man halt einfach, ja, man Gegner halt mehr übt, als jetzt zum Beispiel in diesem Spiel, wo man besser ausweichen könnte oder dagegen sich ausrüsten kann, ist es in Minecraft meistens einfach skillbewusst, oder? Dass du skillig, du weißt, wann du schlagen musst, damit er dich nicht trifft und so. Du weißt, wie du halt blocken musst oder ausweichen musst und so Sachen. Hast du plötzlich Gegner, eigentlich ziemlich gern, wo die am Anfang einfach auf den Säckel gingen, weil du sie noch nicht konntest. Zum Beispiel diese Skorpione, ich habe immer nie genug Reaktionen gehabt, diesen großen Angriffe auszuweichen. Habe dann immer viel Schaden bekommen und habe sie ein bisschen hassen gelernt. Und heutzutage habe ich die irgendwie so gern. Ich freue mich immer, wenn sie wieder kommen. Ja, sie sind halt ein bisschen zäh, aber ja gut. Dafür, ja, machen sie Spaß. So, sollen wir noch mal zusätzliche Projektile eigentlich nehmen? Ich müsste mehr Wart bekommen. Ich muss kurz schauen, ob ich da noch einen dritten Punkt reintun muss. So, und dann hier das Ding, ja, das wird jetzt endlich dann bald mal zu Explosionen führen. Wenn wir viele Gegner haben, dann geht's schneller mit den Hungering Souls, weil da ja, sie sozusagen dann explodieren wegen dem Fluch. Okay. So. Und mit dem Mana geht es immer noch gut, aber wir haben ja noch nicht die Rüstung an. Sobald ich die Rüstung an habe, mache ich da diesen Schadensboost. So, um zu schauen, ja, wie viel halten wir wirklich aus? Müssen wir Heiltränke trinken? Oder geht es halt einfach mit der Lebensregeneration wieder? Also wenn wir verpflichtend Heiltränke trinken müssen, um zu regenerieren, dann ist das halt ein Problem. Also wir haben irgendwo Life Leech drauf. Okay, wir sind schon 1%. 1 mickrigen Prozent haben. Und jetzt sind die Gegner halt ein bisschen zäher. Jetzt sind die Hungrix sowieso auch nicht mehr so mega schnell am Besiegen. Jo. Jetzt müssen wir doch ein bisschen mehr Schaden machen, langsam. Schon wieder. Immer nur. Ja, höher machen. Oh. Also die kleinen Gegner besiege ich jetzt nicht. Die kommen ja sowieso wieder zurück. Und die so weit weglaufen. Angst haben, Angst haben. Und kann diesen Skill nicht so gut einsetzen. Diesen Fluch. Aber wenn ein einzelner Gegner da ein bisschen zäh ist, dann setze ich ihn ein. Muss es nur ein bisschen lernen, überhaupt zu nutzen. Gut. Ja, jetzt kommt der schöne bunte Skorpion.
So ein Elementar-Skorpion ist wahrscheinlich schon eine gute Erfindung. Also so, der Entwickler ist sicher stolz auf den. Aber es könnte auch nachgemacht sein, ich kenne ihn nur sonst nicht. Oder doch? Ist irgendwo sonst in einem Game mal so einer gewesen, dass er Elementar Schaden gewechselt hat oder so? Ich denke jetzt gerade über Zelda nach, weil es ja dort Boss gibt mit bestimmten Fähigkeiten. Aber gut. So, Skorpion ist weg. Er funkelt noch, aber er ist weg. Er ist nicht mehr lebendig. Gut, endlich Wort genommen. Schön. Jetzt kämpfen wir mal kurz mit diesem Soul Feast. Ist das so Signal? Wo sind die Gegner? Wo sind Wort? Ich will mehr Wort. Ich will das Wort vom Sonntag. Wort zum Sonntag ist so lange. Deshalb machen wir das Wort. Wo ist das Wort? Wir haben kein Wort. Ja, leider doch nicht, noch nicht so gut. Ist das später dann so effizient, weil wir nicht mehr so viel Wort verlieren und mehr haben dann? Na gut, es hilft halt einfach besser, da mit dem Hauptskill Wort zu generieren momentan. Also später wird wahrscheinlich alles zusammen doch gut sein. Hoffentlich. Ich fühle mich aber jetzt gar nicht so mega OP. Ja, sagt er, der einen Skorpion in 2 Sekunden sieht. Aber kennt ihr das noch? War früher man die Skorpione so, weiß ich, 10 Sekunden oder eher dauerten. Man wurde halt schon zu stark, dann mit den Patches und so immer stärker. Und ist eigentlich immer wie OP. Nur die Gegner machen halt auch immer mehr Schaden dann im Endgame. Das ist so ein, ja. Man muss die Entwickler halt auch ein bisschen unterstützen können. Viel halt auch kritisieren, also Fehler wenden. Gott, bin ich noch nicht so wach. Also, dass ihr da einfach schreibt: Ich habe ein Problem, weil ich den Gegner nicht mag, der macht mir zu viel Arbeit. So Sachen. Also einfach hier Fehlermeldung. Dann wahrscheinlich Gameplay. Ich mag keine Skorpione, weil sie dumm an droppen. Dieses Längs oder diese Leute, die immer so sehr auf irgendwelche Fremdwörter oder Trendwörter dann setzen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich bin überhaupt nicht so. Oder? Wenn ich dann mal etwas sage, wie zum Beispiel, jo, Hype oder so, dann eher wegen, ja, weil es halt einfach so nervt, oder was? Wenn man es einfach so viel hört und so, wo man es eigentlich gar nicht muss hören. So Sachen. Also jetzt, oh, ich sag's, weil ich so gerne habe, weil Hype entsteht. Hype. Ich hab das Hype. Das ist so alt schon, oder? Das ist heutzutage immer noch so mega im Gebrauch. Ich will Hype generieren. Ich bin ein YouTuber. Ich kann sonst nicht Kanal, also Videos oder so machen, Content machen. Ich muss euch sagen, bitte abonniert mich. Bitte geht auf diesen Hype los. Ich habe sonst ganz dicke Probleme. Ich nehme sonst zu. So. Was macht er eigentlich immer hier bei dem Stand mit den Krügen? Also wenn man hier so durchläuft, man denkt, es ist ein Obst. Die Krüge sind so braun und grün. Gut. Themawechsel. Ja.
Das ist ja ein Gebiet, das ich nicht so mag. Vor allem das nachfolgende Gebiet, wenn man nach oben muss, oben rechts. Gibt es einfach Gegner, die so verdammt viel Schaden machen. Also hier sind es da diese Geschossschießenden oder die Leashs. Das ist einfach ein Gebiet, was einfach noch ein bisschen genervt werden muss. Und auch ein bisschen gekürzt. Ich mag es nicht, weil es so lange dauert, bis man durch ist. Und ich vergesse diese verdammte Leiche ab und zu anzuklicken. Aber ja, ein Fragezeichen, das gelb ist, auf Sandboden zu platzieren, ja, das ist auch schwer. Das ist für den Spieler dann so schwer. Hallo, Solfi ist. Hallo, mach schon. Boah, was sind die zäh? Also, sind halt Skelette, die haben ja gar kein Fleisch und Blut, die müssen zäh sein. Das sind ganz arme Skelettens. So, ich hoffe einfach nicht, dass wir zu fest sterben. Durch keinen Life Leech. Mir schon, aber einfach keine Lebensregeneration. Kein Lebensregeneration entschieden. Wir verlieren so schnell an Leben, wir dürfen nicht lange irgendwo herumskien oder so. Das ist doof, also, ja. Aber wenn wir keine Lebensregeneration haben, haben wir auch kein dies Ding, oder? Keine Lebensregeneration heißt eigentlich, es stoppt. Dann können wir kein Leben verlieren. Ich weiß es nicht, ich muss dann die Rüstung testen. Ich habe die Rüstung eigentlich sonst nie gut verwendet, eigentlich gar nicht lange immer. Für mich ist es ein bisschen zu schwach oder ein bisschen zu. Ja. Ja. Dass es für irgendjemanden Nutzen hat, aber für die meisten nicht, oder so ein bisschen eingegrenzt zum Benutzen. Aber gut, haben wir wieder so ein Bild. Sekret Geist beschwören. Ja. Nehmen wir mit. So, Rüstungen sind am Anfang wirklich toll. Mit Intelligenz vor allem und Resistenzen dazu. Zum einfach, ja, mal etwas zu haben, das ein bisschen gut ist. Boah, schreiben die wieder viel? Hey Leute, schreibt doch irgendwo in Discord oder sonst irgendwo, nicht in Game. Das sind halt meistens so ganz Vollbob-Noobs, die nicht gerade weiß wissen, dass man das nicht ausstehen kann. Oder, ja, kennen das Spiel halt nicht, müssen die ganze Zeit etwas fragen. Wenn ich ein Spiel spiele, ich tue immer selber herausfinden und tue dann irgendwie noch 3, 4 Tagen oder so, wenn ich jetzt gerade etwas wissen muss zum Weiterkommen oder so, dann etwas fragen. Aber ich frage fast nie. Aber das ist genauso zum Beispiel in meiner Wege. Wenn ein Neuer kommt, so einer schaut, oh, kann ich in diesem Wege wohnen? Ja, muss man das machen? Hat man das? Wo kann man das platzieren? Ja, gibt es hier Strom? Gibt es hier Internet? Gibt es hier ein Bett? Kann ich hier waschen? Mann, das ist doch selbstverständlich, dass es das gibt, sonst ist es eine schlechte Wege. Aber meine Güte, Menschen fragen manchmal Dinge. Ich tue so gerne Fragen beantworten, aber es muss nicht sein. Wie klickt man mit der rechten Maus? Das muss nicht sein. Wenn man irgendwie, jo, feststeckt, wie ganz am Anfang vom letzten Part, hat jemand gefragt, wo die Küste des zerstörte Küste ist und so, wie kommt man dorthin? Es ist selbstverständlich, man guckt in diesen scheiß Waypoint rein und guckt, wo das goldene Fragezeichen ist und man hat diese Küste. Mann, ist das so schwer? Und so Sachen, also es ist halt, ja, ich meine, ja, es ist ja gut, man kann ein bisschen Zeit, aber heutzutage muss jeder immer alles wissen und das geht halt schon auf den Keks, wenn du da ständig irgendwie jo, etwas spießt oder so. Und immer wieder hören musst, jedes Mal die gleiche Frage. So, was haben wir? Schattengestarte. Müssen wir unbedingt nehmen. Also hier müssen wir hier rüber, weil wir Schaden machen müssen. Will ich eigentlich nehmen. Hier haben wir aber auch Schaden. Ich muss mal kurz gucken, ob oben oder unten doch. Oben doch. 1, 2, 3. Blindheit ist halt nicht so gut. Wir müssen das hier haben.
Das machen wir auf 3 und dann gehen wir hier unten rechts hin. Und 1 nach oben. Hey, dahin. Nein, kann es nicht sein. So. Dahin. Und hier glaube ich noch hin. Nö. Voll einfach zu skillen. Also, Golem, du stirbst ja sowieso immer. Ich tue dich ja nicht immer wiederbeleben. Und hier müssen wir eigentlich auch durchdringen zuerst. So, Attack Speed, ja. Haben ja nicht so heftig viel. Gut, dann machen wir einfach mal Leash Form ab und zu. Damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Jetzt. Nein, noch nicht jetzt. Weil hier hat es nur wenig Gegner. Also ich finde den Skin haben sie ja mega gut verbessert. Aber ich finde diese Sensen jetzt nicht gerade so toll gemacht. Ihr werdet es sehen. Sie tun so ein bisschen komisch sich verhalten. Seht ihr? Man tut eigentlich ständig. Die hoch und runter. Hoch und runter. Naja. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftiger. Aber wir sind stärker. Rip Blood Damage. Kritische Trefferschaden. Beides irgendwie mal nutzbar, aber ich will es nicht unbedingt lagern. Ich muss mir das immer anschauen nach dem Part oder so. Die Erde muss jetzt wirklich ins Inventar schmeißen, also ins Lager schmeißen, Bill. Aber so Rip Blood, es gibt halt ein Bild, wo man sehr schnell farmen könnte. Nur habe ich das zwar gelevelt, aber irgendwann mal war es einfach zu schwer. Ihr seht ja, die Kampagne wird in diesem Abschnitt hatte wirklich zweimal sehr, sehr stark erschwert. Weil manche Gegner halt einfach zu viel Schaden machen meistens. Aber jo, man kann es schon durchbeißen, man will es aber nicht. Wenn dann doch trotzdem mal noch getroffen wird und dann, ja. Und ihm wieder Heiltränke trinken muss oder so. Also man hat halt Items für sich. Anfangs schon, aber später habe ich auch noch zu wenig Items. Geht noch nicht so gut. So. Kann ich hier schon an. Hier kommen zwei dicke Gegner. Immer schön warten, bis die dicken Gegner kommen und dann ihn einsetzen. Bis wir dann später schon viel mehr länger drin bleiben können. Es ist immer so geil, dass wir diesen Dash einsetzen, aber er tut halt einfach ein bisschen unerwartet kommen am Anfang. Dash. Dishi dashi, wishi washi. Dishi dashi, wishi washi, wishi washi, wishi washi. Dishi dashi, wishi washi, wishi dashi. Ach komm, nervt nicht wegen diesem Spritzen. Boah, sind die zäh. Das sind auch wieder Nekrotik-Gegner, Mann. Immer wenn ich Nekrotik nehme, bin ich so arm. Da habe ich so viele Gegner der Kampagne. Bisschen gelangweilt durch diese vielen Nekrotik-Resistenz-Gegner. Nein, es ist. Ja. Wir können einen Akt pro Part machen. Nein, nicht wieder rein! Ach Mann, ich wollte nur hier rum. Die Entwickler denken so, ja, wir könnten nicht zielen. Haben so große Türen gemacht. Ey. Oh, Entwickler. Nichts gedacht. Da oben, ganz da oben, könnt ihr eine fette Tür machen. Aber nicht hier und nicht da und nicht in der Mitte. Ah, manche Sachen sind in Last Epoch halt noch wirklich schlecht. Die Ladezeit. Die Ladezeit. Der Entwickler so, ja komm, wir tun das noch laden lassen. Dann tun wir noch ein ganzes Spiel downloaden im Hintergrund für die Leute. Dann ist er wieder löschen. Und dann bekommt ihr dann den fertigen Lade. Freezy, Freezy, Freezy. Lade doch nicht so lang, du dummer Sch... Das macht keinen Spaß mehr. Früher hatte man noch ein bisschen mehr gedauert, aber... Meine Güte. Ich möchte auch ein bisschen vorwärts kommen, nicht nur andere Spiele, die den ganzen Tag spielen. Da
wird man sehr ungeduldig, wenn man halt einfach immer sehen muss, Haus wartet jetzt wieder extra lange. Was hat hier eine Axt? Geil. So eine Axt-Nekromantin. Ja, könnte ja auch ein Leash sein mit Harvest, stimmt. Geil. Einzigartige Items verkaufen oder so. Ja, frag sie doch. Möchtest du verkauft werden? Möchtest du verkraftet werden? Zerstört werden? Oder bist du ein Legendary? Einfach mal fragen. Diese armen Items werden nie gefragt. Und man tut einfach das machen, was man denkt. Eieiei. Ganz arme Viecher. Er bekommt auch keine Antwort. Ja, es ist halt schon meistens so, dass wirklich nur ganze Vollnoobs, also ganz wirklich Neulinge, nicht Noobs, das ist ja böse, halt, jo, so Sachen fragen oder und dann geht's halt schon ziemlich auf den Keks. Ich habe das schon so viel mal beantwortet, wenn ich alleine spiele. Bin ich so locker unterwegs. Das kann ich einfach nicht in einem Let's Play machen. Das würde die Leute da einfach nur zum Weiterspulen und so zwingen. Ich will ja euch nicht überfordern mit dem Weiterklicken, gell? Dieser Balken da unten könnt ihr in Ruhe lassen. Clickbait. Also Dinge. Ja, gezwungenermaßen. Irgendwas. Nein, eben, sind ja Witze, also ich mache das sehr wenig. Aber ich möchte euch ja nicht irgendwie dazu zwingen, halt, ja, da irgendwas zu machen. Es ist alles freiwillig. Ihr müsst ja den Spaß haben und nicht ich. Ich habe den Spaß durch die Games und ihr habt den Spaß durch das Zuschauen. Also kann ich euch vollwärts unterstützen. Dass ich halt so Sachen eigentlich nur als Joke manchmal bringe. Also sehr wenig. Als halt selber unbedingt brauche. Ich hoffe mir zwar immer, ja, wenn ich jetzt nicht sage, dass ihr es trotzdem wisst, dass ihr es zum Beispiel ja machen könntet. Aber, jo, erstens mal will ich ja auch nicht unbedingt, dass ihr das auch dann immer machen müsstet oder so. Oder, mir noch mehr unterstützen müsstet. Und das muss von jedem eigentlich selber kommen. Möchte ich jetzt den Let's Player oder Videomacher unterstützen? Like ich? Tue ich ein Abo dalassen? Tue ich die Glocke aktivieren oder so? Oder mache ich es nicht, weil es mir nervt? Oder weil ich ja sowieso den ja nicht so oft schaue oder so? Aber ja, das ist eben halt etwas, was man nicht zeigen muss den anderen. Dass man das haben möchte, dass man ja. Also, ab und zu tun manche Videoersteller dann einfach irgendwann plötzlich random sagen, jo, ich brauche die Unterstützung, ich habe ja so wenig Abonnenten, ich habe so wenig Likes und so. Und sobald das passiert, mache ich genau das Gegenteil. Dann bin ich halt am Dislike. Weil das ist halt schon, jo, ich meine, das muss nicht in einem Video vorkommen. Eben, wenn man einen kurzen Joke macht, dann ist es mir auch völlig Knuppe. Aber dann wird manchmal noch so schelmisch gelacht und so Sachen. So. Gib mir bitte auch noch ein Abo. Oder es wird in Humor verpackt, zum Beispiel. Oh. Ah ja, ich habe ja noch einen Like vor. Oder ja, ich like jetzt mich selber und so. Und das ist halt schon ganz asozial. Das finde ich echt nicht gut. Weil du bist ja eigentlich einer, der für einen anderen Menschen, also mehrere Menschen natürlich, aber für einen Content machst und dann machst du so dumme Sachen. Ey. Ja, NordVPN. Holt euch NordVPN. Ihr habt nichts davon, aber ja. Okay, ihr habt etwas davon, wenn ihr ständig die ganze Zeit irgendwas Illegales macht oder sonst irgendwas. Oder Angst habt von Leuten, die euch hacken.
Ihr könnt ja auch nicht gehackt werden oder nur wenige gehackt werden, wenn ihr nicht viel Schlechtes macht oder so. Wie zu öffentlich seid, also wenig öffentlich seid. Also wieso soll ich, wenn da die ganze Zeit die Werbung davon bekommt, dann dieses Programm überhaupt holen? Ich kann doch selber entscheiden, wann ich irgendwie einen Schutz hole. Und ich habe mich sowieso in meinem Internetanbieter schon den Schutz drin. Also wieso sollte ich so etwas halt noch holen extra? Das ist, als würdest du dir zweimal Last Epoch kaufen und nur einmal spielen können. Es ist irgendwas, was sinnlos ist, oder? Oder zum Beispiel so Hosts oder so, wo die ganze Zeit bei den Modpacks und so stehen. Wieso soll ich genau diesen Host nehmen? Ich habe ja eventuell einen Host, den ich mehr vertraue und mehr kenne, dass er besser ist. Also wieso sollte ich diesen Host dann noch holen? Oder dieses Spiel, wenn ich doch noch andere Spiele habe. Ich habe alles da, wieso muss ich dann noch ein anderes Spiel haben? Klar, man spielt ja gerne mehrere Spiele und so. Kauft auch gerne Spiele, auch wenn man es nicht unbedingt so viel spielen will. Das ist ja kein Problem. Aber heutzutage ist Werbung einfach nur noch lästig. Ganz schlimm. Ich schaue ein Video, ich freue mich so. Oh, genau, das passiert. Und dann kommt Werbung, YouTube-Werbung. Dann kommt noch 2-3 Minuten Werbung vom Videoersteller. Und dann noch kommt noch eine Werbung, weil man kurz ein bisschen übersprungen hat. Und dann kommt noch Werbung am Ende und dann zwingt euch noch YouTube die ganze Zeit kein Adblock zu nutzen. Ja, kannst du vergessen heutzutage. Also so Sachen willst du einfach nicht mehr haben. Und genau das macht wahrscheinlich die Unternehmen dann auch so mega arm. Also, dass sie sich auflösen wieder, dann kommen wieder neue, dann lösen sie sich wieder auf. Die haben keinen Erfolg damit. Und sie dürfen auch keinen Erfolg damit haben. Ihr müsst noch mehr durchgreifen zu solchen Leuten. Sie sollen einfach keinen Erfolg haben, wenn sie so Spieler oder andere Menschen manipulieren. Also, ja, ich werde gezwungen, Adblocker zu verwenden. Ich muss es machen. Ich kann zwar manchmal auf meinem Hauptkanal dann nie Videos schauen, weil da YouTube dann wieder so schreibt, ja, du tust gegen die Richtlinien, verstoßen. Dabei verstoßen die auf die Richtlinien, weil das ist verboten, den Adblocker wegzuzwingen. Und so Sachen, das ist... Oh, wir sind leider schon bei 33,6. Also gut, der Ladebildschirm dürfte noch schauen. Bis dann habe ich abmoderiert. Dankeschön fürs Zusehen. War wieder ein gutes Thema. Ich hoffe, es hilft euch auch ein bisschen, da ein bisschen anders drauf zu schauen, dass es halt auch weniger wird, dass es euch nicht mehr nervt. Und seht auf die guten Dinge, oder? Ich habe so Thema manchmal, damit ich mich auch ein bisschen loslassen kann. Aber es ist natürlich meistens so, dass ich natürlich eher positiv denke. Und ja, damit ich anderen Menschen helfen kann. Und ich denke, ja, es wird bald wieder besser sein für euch, wenn es nicht mehr so nervt. So Sachen einfach weiter auch erzählen und so, damit es auch gemacht wird. Und irgendwann mal ist die Welt auch wieder besser. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen und ja, viel Spaß noch. Und ja, nie aufgeben, gell? Auch wenn es manchmal wieder schwieriger wird. Kopf hoch, weiter geht's. Tschüss.